Herzlich willkommen bei The Undateable Podcast, Staffel 1, Folge 5, zusammen oder getrennt. Ich bin's wieder, euer Drama, und mal wieder mit dabei habe ich die liebe Jenny. Hi! Moin moin! Ja, heute wollen wir tatsächlich mal über das Thema Bezahlen beim Dating sprechen. Ob das halt zusammengeht oder getrennt oder ja, wer das überhaupt auch bezahlen sollte oder nicht bezahlen sollte. Ich habe da so eine richtig spezielle Meinung tatsächlich dazu und freue mich so richtig. Du grinst doch schon. Du hast doch bestimmt da auch noch eine Geschichte dazu. Vielleicht. Ja, also ich freue mich mega davon, das mal von deiner Sicht zu hören. Also erzähl doch mal für dich, wie ist das, wer sollte in deinen Augen beim Date bezahlen oder nicht bezahlen oder wie läuft das bei dir ab? Ich habe da keine feste Regel, wenn das so, es muss von Herzen kommen. Also wenn einer mich wirklich einladen möchte, dann kann er das gerne machen, aber ich lade auch gerne ein. Und außer wenn ich so merke, das wird hier so gar nichts, also so ein Gerd, wenn man keinen Bock auf den hat, dann würde ich schon sagen, man zahlt getrennt. Dann würde ich aber auch sagen, so lass uns teilen. Also nicht jeder so sein eigenes, sondern machen wir die Rechnung durch zwei. Okay, also ja. Behandelst du das immer sehr spontan, je nach Situation? Das geht nach Sympathie. Ja, okay. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Ich glaube, dass ich da immer ein bisschen tiefergründig denke. Denn bei mir ist das tatsächlich sehr, also es ist immer individuell auch. Also wie du schon sagst, Sympathie und bei mir halt auch so situationsbezogen, denn es kommt ja auf die Person drauf an, also wie ist der Flow so, ne? Wie läuft das so? Denn in der heutigen Zeit, finde ich, ist alles super kompliziert geworden. Du kannst als Mann, also hast cool gegessen, hast dich gut unterhalten, jetzt kommt der Kellner an und sagt, ja moin, geht das zusammen oder getrennt? Und jetzt sagst du als Mann, weil hey, das war ein cooles Date bisher, hat echt Spaß gemacht, es ist einfach so reflexartig so zusammen. Und jetzt kannst du auf mehreren Arten auf den Arsch landen. Denn in erster Linie kann es so wirken, dass die Frau halt denkt so, ah, was für ein Macker, ne? Will er jetzt hier auf dicke Hose machen, die Rechnung bezahlen, dann denkt er, ist hier mega der Bonze oder was. Oder es heißt so, hallo, ich bin eine gestandene Frau, ich kann meine Rechnungen auch selber zahlen. Was soll denn das? Ja. Also muss man ja irgendwo auch mit reinnehmen. Und andersrum ist, finde ich, der Gedanke, wenn die Frau jetzt sagt, ja, ich bezahle, dann kann das auch wieder verschieden wirken. Also so dieses, ich bin eine starke Frau, ich zahle die Rechnung. Oder manchmal weißt du, also dann stell mal vor, ich habe ein Date und die Frau sagt dann zu mir so, hey, nee, ich bezahle. Und ich sag dann, oh, okay, danke. Und sie sich dann so, was für ein Arsch, ne? So, warum sagt er nicht, nee, geht auf mich? Also, dann weiß man immer nicht so, soll man es jetzt annehmen, ne, weil es nett ist? Oder ist das halt nur so ein Spaß? Also kennst du dieses, du bist irgendwie bei Freunden und sagst, oh, du musst doch das und das machen, brauchst du Hilfe? Und eigentlich denkst du so, boah, hoffentlich sagt er nein, ne? Und dann sagst du so, Hilfe? Ja. Und dann sitzt du da und denkst so, boah, scheiße. Jetzt muss ich dem auch noch helfen. Und also es gibt so viele Aspekte, die man da so, finde ich, mit reinnehmen kann. Dieses, wer bezahlt und wenn sich jemand entschieden hat zu bezahlen, soll derjenige auch bezahlen. Und wie ist das, wenn ich jetzt sage, so hey, geht zusammen und die Frau sagt, hey, alles gut, getrennt. Soll ich dann auch ja sagen? Oder was? Dann wird es kein zweites Date geben. Wenn eine Frau sagt, das geht getrennt. Okay, auch eine Variante. Aber dann war's. Auch anders.
Also ich finde das ein sehr schwieriges Thema. Und ab wann darfst du generell sagen, so, ich meine, ich kenne die Person nicht, war vielleicht ein super Date, aber man kennt sich immer noch nicht so, war halt erstes Date und man sagt vielleicht einfach mal so, ja, getrennt. Darf man das sagen? Also ist das etwas, was legitim ist? Denn ja. Also wenn ich jetzt sagen würde, ist getrennte Rechnung so, dann heißt das für mich zum Beispiel nicht, dass ich die Person nicht nochmal wiedersehen möchte, sondern einfach nur, ich möchte vielleicht der Person nicht auf den Schlips treten. Und ja. Und? Ja. Es kommt ja auch immer auf den Preis an, ne? Was? 1000 Euro. Ja, mal, das geht auf dich, das ey. Das ist noch die Nummer 3 mit Reis oder so, wenn das sowas ist, dann ja, manche haben halt nicht so dicke, ne? So. Sagen wir mal, Ende des Monats, ne, Ende Januar, ne, Versicherungen wurden abgebucht, was weiß ich, keine Ahnung, ne, hast dir noch eine fette Uhr gekauft, so, Geld ist nicht mehr so da. Dann überlegt man schon, ne, lade ich die ein, sagen wir mal so 60 Euro auf den Tacho? Ja. Mach ich das oder nicht? So, beim ersten Date. Reden wir über das erste Date. Genau. Und da würde ich, weiß ich nicht, also ich setze es nie voraus, dass jemand für mich bezahlt. Ich habe immer Geld dabei und ich habe auch immer genug Geld dabei, falls er sagt, er hat sein Portemonnaie vergessen. Kam auch schon vor. Ja, kennen wir. Aber also, ja. Es kommt auch drauf an, wie du das sagst. Ne? Wenn die jetzt kommt, der oder die Kellnerin und sagt, geht das zusammen oder getrennt? So, wenn du zu ihr sagst, ich möchte dich gerne einladen, kommt jede noch so emanzipierte Frau, wird da ja sagen. Weil du sagst, es kommt von Herzen in dem Augenblick. Ich möchte dich gerne einladen. Nicht, komm, ich zahle das. Oder ja, ich zahle das. Ja, wenn es sein muss, zahle ich das. Wir hören ja ziemlich viel raus aus so wenig gesprochenen Wörtern. Ja. Wenn du sagst, ich möchte dich einladen, das mache ich genauso. Wenn die Rechnung kommt, dann fragt, wenn mir danach ist, dann gucke ich den an und sage, ich möchte dich gerne einladen. Das verstehe ich dann auch. Ja, das verstehe ich dann auch total. Jeder sagt dann, oh, wirklich, vielen lieben Dank. Und wenn danach kommt, das wäre nicht nötig gewesen, ich hätte selber zahlen können, wir hätten auch teilen können. Das sind reine Höflichkeitsfloskeln, die danach kommen. Aber im Inneren freut der Gegen- oder die Gegenüber sich darüber. So sehe ich das tatsächlich auch. Also wenn ich jetzt jemanden sage, so hey, ich würde dich gerne einladen, so dann ist das für mich auch eine geklärte Sache dann. Ne? Also da ist dann nicht so wirklich viel Gesprächsbedarf danach noch. Man kann ja dann immer noch sagen, so hey, das nächste Mal geht auf mich oder so. Genau. Und dann wird halt Hummer bestellt. Nee, aber weißt du so. Ich hatte jetzt einen kleinen Beilagensalat nächstes genau. Mal, als du. aber so. Das sehe ich tatsächlich auch so. Aber es geht ja auch noch eine andere Variante, die man jetzt nicht vergessen sollte. Was passiert denn, wenn es nicht ein Restaurant ist, sondern du triffst dich mit jemandem zu Hause und sagst, hey, wir wollen zusammen was kochen. Da ist dann auch wieder so das Ding. Ne? So, ihr geht dann zusammen erstmal einkaufen und dann habt ihr halt, keine Ahnung, so einen Einkaufskorb voll mit Sachen. Und jetzt packt ihr das aufs Laufband. Wird das getrennt oder wie läuft das nachher ab? So, also ich finde das immer, es war immer echt schwieriges Thema für mich, weil ich da gar nicht drüber nachgedacht habe und einfach so diesen Einkauf bezahlt habe, so aus Reflex wahrscheinlich oder so. Aber auch da gibt es ja bestimmt auch andere Meinungen, wo man sagt so, hey, nee, wir machen 50-50 oder... Also mir ist auch schon mal passiert, dass die Frau dann einfach bezahlt hat und ich meinte dann so, hey, darf ich dir was dazugeben? So, und da gibt es dann auch verschiedene Meinungen. Die eine ist beleidigt, weil es dann heißt, ja, wieso, ich kann das auch bezahlen, ne? Ich gehe auch arbeiten. Die andere sagt, ey, finde ich cool, dass du das sagst, brauchst du aber nicht. Dann bin ich dann auch keiner, der jetzt so auf Krampf dann nachhält, so, da, doch, sondern sie gibt mir eine Antwort und das ist halt ihre Antwort, ne? Die möchte ich nicht anfechten. Mhm. Und dann gibt es halt andere, die sagen so, hey, ja, nee, keine Ahnung. da gibt es halt noch andere. Also, ich finde das Thema super komplex. Das ist wirklich. Ja, normalerweise ist es immer so, du kochst, ich räume auf. Super. Wie macht man das beim Einkaufen? Ja.
Also, ich habe das immer so, wer ist das doof? Wer dahinter steht, also wer vorne steht, räumt den Wagen ein. Und wer dahinter steht, der zahlt. Okay, also du würdest das so handhaben, sagen wir mal, wir beide gehen jetzt in den Supermarkt, Ja, dann wollen räume was ich den essen, Wagen dann, ein. also dann würdest du jetzt bezahlen, weil ich das Essen koche. Ist das so oder was meinst du gerade? Nee, Ach dann so, hast du du nicht meinst, wer vor bezahlt. dem Wagen steht oder was? Ja, Ach genau. Wer den Wagen so. einräumt, kann ja immer nur einer einräumen. Und der andere steht ja doof rum. Und der andere, der doof rumsteht, zahlt. Ah, okay. Oder, habe ich auch schon gehabt, war ich einkaufen und dann wollten wir noch einen Wein trinken dazu oder so, ne? Und, oder allgemein noch Getränke. Dann habe ich auch schon gesagt, weißt du was? Dann hole ich den Wein, ich mache die Getränke und du machst den Rest. Und der hat sich dann wahrscheinlich gedacht, so, boah, nee, eigentlich wollte ich gerne alles teilen. Das ist halt diese Gefahr da, das meine ich. Also darum geht es mir eigentlich auch eher, ne? Also klar, dass man Absprachen treffen kann, aber manchmal ist es ja diese Situation heraus. Man ist dann gerade unterwegs und sagt so, ey, komm, lass was kochen so. Dann räumst du diesen Einkaufswagen da aufs Band und dann sagt die Kassiererin, ja, 41,50 bitte. Und so, Payback. So, Nehmen Sie noch einen Scheck. und dann sitzt du da und guckst dich dann so an, so diese Blicke, weißt du, so dieses ist ja fast wie der erste Kuss, so nach dem Motto. Man guckt sich halt fragend an und einer muss jetzt halt zahlen, so. Und also ich persönlich, wie Ja. gesagt, bin derjenige, der dann einfach Karte rausballert und erwarte dann auch gar nicht, dass die Frau das bezahlt oder dass sie nachher sagt, so hey, darf ich dir was dazugeben? Ich finde es eher cool, wenn dann so eine Antwort kommt von wegen, hey, darf ich wenigstens was dazu beisteuern? Oder wie du jetzt sagtest, so hey, ich würde dann gerne nochmal einen Wein holen gehen. Weil ich finde, das ist immer so Aufmerksamkeit, so, also dass man so, ne, also interagiert miteinander. Weil ich finde es Ja, jetzt, ich also. zahle es auch lieber. Also ich bin da tatsächlich so, dass ich zahle es denn lieber, bevor es denn diesen peinlichen Blick gibt, wie du schon gesagt hast, ne? Also dann mache ich das lieber, aber ich mache das auch, ja, weil ich es ja gerne mache. Ja, also ich finde So, es. wenn ich den nicht mögen würde, dann würde ich jetzt nicht sagen, komm, wir kochen was oder so. Ja. Beziehungsweise ich koche ja nicht die anderen. Du kochst uns jetzt was. Sondern wenn er schon, da muss ja Sympathie da sein. Ja. Und dann zahle ich das auch. Jetzt Also, aber, weil darauf also. kommt es mir überhaupt nicht an. Ja, aber es gibt halt Leute, die auch anders denken, weil dann hast du nochmal diese Pfennigfuchser, die dann sagen, boah, jetzt kaufe ich hier einen ganzen Sack Kartoffeln, benutze aber nur vier. Und ja, ne, also so, ja, gibt es ja wirklich, ne, so richtige Pfennigfuchser so. Andersrum finde ich, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du zu jemandem hinkommst, den Sachen mitgebracht hast zum Kochen. Oder sagen wir mal auch so eine Chipstüte oder eine Cola und dann sammelst die wieder ein. Also. Es gibt zwei Ja. Varianten. Es gibt zwei Varianten von super schlimm. Einmal dieses, ja, willst du deine Sachen wieder mitnehmen? Da, absolut nein, ich habe die ja mitgebracht, ne? Also im Kopf waren die schon weg. So. Aber viel schlimmer als das, weil das ist ja noch so eine Nettigkeit, Aufmerksamkeit so von so, hey, willst du deine Sachen wieder mitnehmen? Das kann man sogar noch voll so als nett empfinden. Aber schlimmer ist, wenn du da so eine, keine Ahnung, Schokoladentafel oder eine Chipstüte halb aufgegessen sitzen hast, dann ist der Abend vorbei und dann fängt die Person an, diese Chipstüte erstmal einzupacken. Oder die Ja, Cola. Ey, da, ich habe einmal tatsächlich gefragt, so, weil die hat dann die Cola zugeschraubt, wollte die in die Tasche stecken und meinte so, ey, nee, 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 willst du noch, ich habe noch was im Glas, willst du das dann noch reinkippen? Weil, ey, absolut schlimm, oder? Weil, da absolut fehlen mir die schlimm. Worte. Da Ja, fehlen mir echt also. die Worte. Ich kenne das und das ist so unangenehm einfach, Ich sag weil dann auch immer, ja, kannst du musst haben, auch ne, nimm mal tun. mit. Aber, boah, im Kopf dann so, boah, also, boah, schlimm. Also, klar, ne, wenn du nicht viel Geld hast und so, kann ich verstehen, dass man da auf seine Sachen achtet. Aber dann bring halt nichts mit, sage ich mir immer. Weil was ich mitbringe, ist in meinem Kopf schon weg. Also, das existiert dann nicht mehr. Ne? So. Ja, meistens kann das. Also bei mir wird das eh nicht passieren, dass da, also in den Was meisten übrig Fällen, dass bleibt? da irgendwas übrig bleibt.
Okay. Aber ich bin auch so. Das wird gegessen. Also ich bin auch so ein Typ, wenn du was mitbringst, mach ich das auch auf. Es gibt aber noch speziellere, coolere Leute, denen bringst du was mit, denkst eigentlich so an einen coolen Abend und dann packen die das in ihren Schrank. Fürs nächste Date. Aber ja, also ich meine, es ist schlau eigentlich, weil so kann die Person nicht sagen, okay, ich nehme das wieder mit, ne, weil ist ja nicht angebrochen. Das ist halt mega smart. Die packen das weg. Ja, aber ich bringe meistens auch Sachen mit, wo ich weiß, dass der andere oder die andere das gerne mag. Und ich auch. Also dann wird das auf jeden Fall safe gegessen. Aber ich würde dann niemals, weil ich weiß dann, oder wenn mir jemand was mitbringt, dann weiß ich, derjenige hat sich da eh schon Gedanken drüber gemacht. Ich bin da sehr offen mit meinem Essverhalten. Und die wissen das eigentlich schon. Dann würde ich niemals sagen, oh ja, oh danke, und würde es in die Schublade packen. Weil ich weiß ganz genau, mein Gegenüber isst das auch gerne. Und er weiß, dass ich das gerne esse. Ja. Und dann muss es, oder auch schon höflichkeitshalber, es wird ein, selbst wenn ich es nicht mögen würde, es würde auf dem Tisch stehen. Ja, also ich meine, einer von beiden wird es mögen, weil der eine hat es mitgebracht, kennt das vielleicht, isst das entweder selber oder hat es mitgebracht, weil er weiß, dass du das isst. Ne? Also im besten Fall. So, also mach doch einfach auf und fertig ist die Geschichte. So, aber ja, dieses Mitnehmen. Und dann gibt es nochmal eine höhere Form davon. Du bringst das jemanden mit, die packen das in den Schrank. Und er nimmt was anderes mit nach Hause. Pass auf, nein, fertig. Okay, der ist auch heftig. Aber schlimmer ist noch, dann kommt diese Person zu dir und bringt dir einfach deine Sachen wieder mit. Aber mit dem Zusatz, jetzt kommt's, wenn es angebrochen ist und nicht leer wird, nimmt die das doch wieder mit. Das ist doch, was geht da ab? Also das ist ja, das ist einfach oberster Level dann. Das ist wie früher so, wenn man sich mit seinen Leuten getroffen hat und jeder hat was zu trinken mitgebracht und so, dann wurden diese angenagten Flaschen auch wieder mitgenommen. Boah, schlimm, ne? Das stehen zu lassen für die nächste Party oder sowas, ne? Nein, die wurden wieder mitgenommen, weil ist meins, ist bezahlt, könnte ich ja noch trinken. Ja, aber so ein Spuckeschluck noch drinne, boah. Nee, das, nein. Deshalb, ich zahle gerne beim ersten Date, ich zahle auch gerne den Einkauf. Man muss nur miteinander reden darüber. Ja, das stimmt. Und, vielleicht einfach nett sein. Und ja. Leute, wenn ihr was mitbringt zu jemandem nach Hause, reißt am besten schon in der Haustür schon mal die Tüte auf. Oh, das ist noch besser. Guck mal, ich hab dir was mitgebracht und die Hälfte ist schon weggefressen. Oder bringst einfach halbe Sachen mit. Hast du schon was gebunkert? Hast du so eine Duplo-Packung und bringst halt nur so 10 Duplos mit, ne? Von 20. Auch smart. Oder die Fahrt war so lang, ich hatte Hunger, ich musste schon mal. Hab schon mal vorgeknabbert. Das ist sympathisch. Das finde ich gut. Ja, Leute, dann erzählt uns doch mal, wie seht ihr das? Seid ihr eher so, dass ihr sagt, boah, ich bezahle gerne beim Date, mir ist es total egal, ich lass mich gerne einladen. Gibt ja auch solche Menschen, ne, die bewusst schon vorher losgehen und sagen, boah, heute fetter Discoabend, boah, ich lass mich heute richtig einladen. Gibt's ja auch. Und wie das bei euch ist, so, nehmt ihr eure Sachen auch wieder mit oder findet ihr sowas auch super unangenehm? Oder ist euch sowas auch schon mal passiert und habt vielleicht da eine coole Story zu? Also wir würden uns auch super freuen. Ihr könnt auch in den Kommentaren mal so eigene Erfahrungen richtig reinschreiben. Also ich lese mir doch wirklich jedes durch. Ich meine, klar, es sind nicht so viele Kommentare. Aber ja, würde mich super interessieren. Überrascht doch mal den lieben Drama und haut mal richtig Kommentare durch, damit er mal was zu tun hat. Genau, das wäre echt klasse. Ja, vergesst nicht zu abonnieren, das auch anderen Leuten zu erzählen und zu zeigen. Ihr könnt super einfach unsere Videos halt teilen. Denkt dran, wir werden demnächst dann auch versuchen, auf Spotify für euch zugänglich zu sein und Deezer und iTunes und wie sie nicht alle heißen. Ja, und wir würden uns super freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ja, Jenny, danke, dass du da warst. Ich würde sagen, sehr, keep sehr dating. Gerne, wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.